Aus welchem Grund auch immer, musste ich daran denken, wie ich das letzte Mal auf unserer Datscha in Valentinovka gefahren war, bevor sie angezündet wurde. Ich fuhr im Winter ab und zu hierher, um nachzusehen, ob noch alles in Ordnung sei. Es wurde oft eingebrochen. Weniger um zu stehlen, da gab es ohnehin nichts, vielmehr einfach kleine Jungs, Bubenstreiche oder irgendwelche Penner. Sie übernachteten dort, schlagen Scheiben ein und zünden nachher obendrein noch das Haus an. Nicht einmal absichtlich, einfach aus Unachtsamkeit. Sie passen beim Einheizen des Ofens nicht auf oder von einem Zigarettenstummel. Sie betrinken sich und schlafen dann ein, spielt ja auch keine Rolle, was es ist. Vor jenem Winter waren sie bereits mehrmals in die Datsche eingedrungen, aber das Schlimmste war uns stets erspart geblieben. Eigentlich wollte ich, ehrlich gesagt, ja doch bloß weg von zu Hause. Die Tür zur Veranda brachte ich kaum auf, es hatte einen ganzen Haufen auf die Stufen hingeschneit. In den Zimmern war es frostig, düster. Als erstes einmal ging ich zum Ofen. Und da geht schon hinter dem schnell glühend heiß gewordenen rostigen Türchen zur Feuerung ein Gefecht los. Das heisere Krächzen der von siedendem Saft triefenden Ästchen. Nicht in den Himmel, sondern ins Zimmer will die rauchige Seele der Holzscheite entweichen. Alles ist durchfeuchtet. Gleich steigt aus dem Sofa Dampf auf. Aus den Rohrstühlen, aus dem Stapel vergilbter Zeitungen vom letzten Jahr, aus den Tapeten. Die Ofenhitze füllt das Zimmer aus, dehnt die Wände, die Decke, das alte Holz knarrt. Auf den Zweigen des Jasmins vor dem Fenster weiße Mäuschen, auf dem Schnee babylonische Keilschrift, auf dem Schuppen der Nachbarn liegt so viel, dass er ganz bald sagt, zusammenbrechen wird. Im Waggon des Morgenzugs war es leer, eisig kalt. Es roch nach Skiwachs. Unter den Bänken rollte eine leere Flasche von einer Haltestelle zur nächsten. Im Vorräumchen steckte sich jemand eine Zigarette an. Seine Hände leuchteten auf. Bei einem Bahnübergang tauchte ein einsamer Skifahrer auf. Langsam glitten ferne Schornsteine dahin. Was Rauch ist, hatten sie vergessen. Die Dörfer, die Häuser, die Zäune, alles unter Schnee. Auf einem Feld zwei dunkelblaue Skispuren wie ein Andreaskreuz. In Padlibke stieg ein Blinder mit einem Hund ein und setzte sich mir gegenüber auf die Bank. Glaubte ihm die Eisstückchen aus den Pfoten und der Hund schnupperte die ganze Zeit an mir herum. Ich war der Einzige, der in Valentinovka ausstieg. Verschneite Tannen, Schneeverwehungen, die winterliche Siedlung leer, die Datschen stehen vergessen, erfroren da, Stille, anstelle der Wege festgestapfte Pfade. Während man in der Stadt Schnee fast nicht zu sehen bekommt, liegt hier so viel, dass die sommers hohen Zäune jetzt nur bis zu den Knien reichen. Ich heizte den Ofen, setzte den Teekessel auf, ging hinaus, den Weg freizuschippen. Der Schnee war leicht, frosthart. Du nimmst deine ganze Schaufel voll, schleuderst ihn gegen die Sträucher, er zerstäubt nach allen Seiten. Ich ging hinaus, ein wenig durch die Siedlung zu spazieren, zog die beißende Luft ein, blickte zu den Krähen, auf die es von den Ästen herab wie eisiges Mehl rieselte, zu der in einer Schneewehe versunkenen Telefonzelle mit dem abgerissenen Hörer, auf die gelben Hundemarkierungen bei den Pfosten. An einem Apfelbaum hängen noch ein paar Winteräpfel. Unter den Füßen knirscht es klangvoll. Ich fühlte mich einsam, gut.
Ich kam hinaus zu den Gleisen. Dort fuhr ein mit Holz beladener Güterzug vorbei, eingehüllt in stachelige Schneestaubschwaden. Die Schienen federn nach. Unter dem Zug schlägt eine Schuhschachtel um sich. Sie wird herumgewirbelt, hin und her geschleudert. Dann macht sie noch einen Purzelbaum, kommt aufrecht zu landen, erstarrt, den davoneilenden Lichtern nachschauend. Ich legte wieder und wieder Holz nach in den Ofen, doch gegen Morgen war alles kalt. Draußen setzte ein nächtliches Schneegestöber ein und der Wind kühlte das Zimmer aus. Ich deckte mich mit allem zu, was ich nur finden konnte, mummte sich in einen alten Mantel ein, eine zusätzliche Decke, irgendwelche Lappen, aber ich konnte einfach nicht einschlafen. Dann schien mir, ich falle in ein bodenloses, dunkles Loch und wieder träumte ich von Aljoscha. Ich sitze zu Hause am Tisch, bin am Schreiben und spüre, dass da hinter der Gardine etwas ist. Genauer gesagt, ich weiß, dass er es ist, mein Aljoscha, und wir spielen Verstecken. Auf den Zehenspitzen schleiche ich mich heran, umarme ihn. Er kichert, er kugelt sich in meinen Armen fast vor Lachen, allerdings hinter der Gardine. Ich halte ihn ganz fest, kann es selbst nicht glauben, fürchte mich davor, ihn herauszuwickeln. Unter dem Stoff taste ich seine Hände, seine feinen Rippen ab. Er ruft, Papa, es kitzelt. Ich antworte ihm, Aljoschenka, bist du denn nicht gestorben? Und wickle ihn aus dem Vorhang hervor. Er lacht, nein, hier, ich bin doch, du kitzelst mich ja. Und woher kommt das Blut? Welches Blut? Na, hier und hier. Ja, wo denn? Und tatsächlich, wie ich genau hinsehe, ist das plötzlich kein Blut mehr. Ich wache schweißgebadet auf, glücklich. Unter meinen Fingern spüre ich immer noch seine Hände, seine feinen Rippen und ringsherum Winter, Nacht, vergessene Datschen. Und im Schrank hängt sein Pelzmäntelchen, das an den Schultern vom Tornister abgewetzt ist. Wir warfen damals so manches fort, doch das Pelzmäntelchen behielten wir, brachten es hierher, wo es keinen Platz einnahm. Es war jeweils Sveta, die ihn zu Bett brachte, und Aljoscha hielt beim Einschlafen ihr Ohr. Einmal, als Sveta weggegangen war, ich weiß nicht wie mehr wohin, las ich ihm lange Märchen vor, dann küsste ich ihn auf die Stirn und löschte das Licht. Er jedoch heulte natürlich los. Ich legte mich neben ihn, so wie Sveta dies tat. Sein Händchen tastete nach meinem Ohr. Ich dachte, jetzt würde Aljoscha sich beruhigen, einschlafen, aber seine Fingerchen tasteten etwas ab, was nicht das Richtige war. So ein Erwachsenenbetrug. Und er fing wieder an zu weinen, unbändig, untröstlich, wie Kinder es tun. Wieder suchte ich in meinem Gedächtnis nach irgendwelchen Teilchen aus jenem meinem Leben mit Aljoscha. Nach all dem, was passiert war, vermochte ich weder zu schreiben noch mit irgendjemandem darüber zu reden. Doch dann, als eine geraume Zeit verstrichen war, bereitete allein schon der Gedanke an ihn mir Freude. Man sagt, der Mensch lebe nicht für sich allein, dass er, falls es ihn irgendwo in dieser Nacht gibt, nur dann existiert, wenn sich jemand an ihn erinnert, an ihn denkt, ihn sieht. Und ich versuchte zum wiederholten Male meinen Aljoscha lebendig zu machen, ließ im Geist ein paar Geschichten, Vorfälle, einfach Bilder vorüberziehen. Hier will ich ihm das Laufen beibringen. Er hängt in einem Badetuch, das ich ihm unter den Achseln durchgezogen habe. Hier bergt er Sandkuchen bei uns im Hinterkopf
am hospitalischen Wall und ich sitze auf dem Bord des Sandkastens und tue so, als würde ich sie essen, während ich den Blick nicht von der Zeitung hebe. Im Winter fahren wir sonntags mit der Straßenbahn in den Ismailovsky Park. Dort gibt es Figuren aus Eis. Sie sind von der Sonne durchsichtig, Smaragden, ganz blank vom vielen Berühren. Dann schaukle ich ihn auf der Schaukel und er fällt pardauz in den Schnee. Auf den Geburtstag kauften wir ihm einen hübschen Käfig mit Hamstern. Mit welcher Begeisterung Oleschko doch die frisch geborenen Würmchen betrachtete, plötzlich aber kam er, von einem schrecklichen kindlichen Weinanfall geschüttelt, angerannt. »Was hast du, Oleschko? Was ist passiert?« Vor lauter Schluchzen kann er nichts sagen. Schließlich stößt er hervor. »Sie hat ihm den Kopf abgebissen!« Eine Weile bestürmte er mich jeden Abend, ich solle ihm an die Seitenränder der Bücher endlose Bällchen zeichnen. Beim schnellen Blättern hüpft der Ball auf die nächste Seite. Dann fing er an, sie selbst zu zeichnen. Und gleich welches Buch da du heute auch in die Hand nimmst, überall sind da an den Rändern seine Bälle, ungleichmäßige, ungeschickte. Einmal verletzte er sich den Fuß. Mit einer Pinzette zog ich den Holzsplitter heraus. Blut, Geschrei, Tränen. Sveta geht mit ihm im Zimmer auf und ab und versucht ihn zu trösten. Dem Häschen tut das Pfötchen weh. Das Häschen hat einen Splitter im Pfötchen. Das Pfötchen tut weh. Warum rennt das Häschen auch ohne seine Pantöffelchen umher? Dann fingen Oleschkas Krankheiten an, die Spitalbesuche. Bei Kindern steigt das Fieber sprunghaft an, eben noch hat er auf dem Teppich gespielt und ehe man sich's versieht, plumpst er plötzlich auf die Seite und das Fieber ist beinahe 40 Grad. Und dann kann ich mich daran erinnern, wie Sveta mit ihm Urin in die Fersen einrieb, damit das Fieber falle. Ich war zuerst entsetzt, doch sie beteuerte, dass auch ihre Mutter es mit ihr so gemacht hätte und dass dies überhaupt das beste Mittel sei.